Ja, liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen hier wieder retour zu einer neuen Folge vom PS4 Update. Und jetzt geht es um das Update 4.0 und ich wollte euch das nur mal kurz näher legen. Ja, liebe Zuschauer, hoppala, jetzt hört man mich im Hintergrund, scheiße. Wollte ich euch dann nur mal ganz kurz das näher legen, was es eigentlich alles neu gibt hier beim PS4 Update 4.0. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit zum Beispiel Ordner anzulegen. Das heißt, wir können Ordner hinzufügen zu einem neuen Ordner. Da können wir jetzt zum Beispiel den Ordnernamen Spiele einfach reingeben von mir aus. Spiele. Da können wir Spiele reingeben und dann können wir Anzahl der Ordnerobjekte 1. Und dann können wir eben hier jetzt hergehen und die ganzen Spiele auswählen, wie Battlefield, Journey, Overwatch, Call of Duty, Black Ops 3 zum Beispiel, dann können wir hier Batman reingeben. Das heißt, wir haben wirklich sehr viele Möglichkeiten, hier Spiele reinzugeben, die beliebtesten eigentlich. Also ich spiele zurzeit sehr gerne F1, Journey spiele ich auch, Overwatch spiele ich gern, Batman spiele ich auch gerne zum Beispiel. Da hat man halt gleich einmal den Überblick, was eben jetzt alles neu ist hier. Dann können wir das bestätigen. Dann können wir auf OK drücken und dann haben wir hier schon einen Ordner mit Spiele zum Beispiel. Ja. Das ist recht praktisch, man braucht einfach nur runtergehen und man kann dann das spielen, auf was man Bock hat. Man kann auch hergehen, nur als Beispiel jetzt, und kann hergehen und einen neuen Ordner nochmal erstellen. Man kann einen Ordner erstellen zu einem neuen Ordner und dann kann man auch hergehen zum Beispiel und man sagt jetzt, man will PS Plus Spiele zum Beispiel, kann man auch hergehen. Also man kann x-beliebig viele Ordner auch auswählen oder machen, sagen wir mal so. Wir können hier bei PS Plus jetzt hergehen zum Beispiel und sagen, Journey ist zum Beispiel drinnen bei PS Plus. World of Tanks war, oder Blödsinn, Rocket League war mal ein PS Plus Spiel. Lords of the Fallen war ein Plus Spiel. Das sind halt die ganzen jetzt, die ich installiert habe sozusagen, ja. Gut, dann gehen wir eben wieder auf Bestätigen und dann können wir hergehen, Anzahl der Objekte, okay. Dann haben wir einen zweiten Ordner mit PS Plus. Das ist einmal das erste, was ich relativ cool finde, muss ich auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Zum anderen, wenn ihr auf die mittlere Taste, also auf das PlayStation-Zeichen lange drückt, dann habt ihr hier die Möglichkeit jetzt, es sieht alles komplett anders aus, die Lautstärkenregelung könnt ihr einstellen, Mikrofon, PlayStation-Kamera, Mikrofonpegel anpassen, das könnt ihr hier jetzt alles machen. Die Online-Freunde seht ihr auch gleich, Musik, Power, Online-Status, das habt ihr alles hier, anpassen, Menüeinträge, sortieren, Online-Freunde, also das ist hier alles drin, das finde ich wirklich, haben sie wirklich cool gemacht, ja, also das finde ich ganz cool, muss ich echt sagen. Das Neueste, was absolut genial ist, überhaupt jetzt, wenn wir jetzt nur als Beispiel mal, wir nehmen jetzt einfach mal, nehmen wir einfach Journey. Wir steigen in Journey ein und das Coole an Journey ist jetzt, oder überhaupt an diesem neuen Update 4.0 ist, dass wir jetzt in 60 FPS streamen können, also 720p, 60 FPS. Das ist mehr oder weniger ein weiteres Highlight für viele Zuschauer oder für viele Streamer, sagen wir mal so. Ich persönlich finde, das ist eine ganz geile Sache, dass man jetzt mit der PS4 auch in 60 FPS streamen kann. Aber wer eine Elgato hat oder sonstiges dergleichen, streamt wahrscheinlich mit Elgato weiter. Man könnte es auf alle Fälle mal probieren. Wir werden jetzt einmal ganz kurz hier reinschauen. Wir können hier jetzt gehen, SharePlay starten, so wie nach wie vor. Dann können wir einen Screenshot aufnehmen, zum Beispiel einen Videoclip, Spiel übertragen, Videoclip speichern, Screenshot speichern und so weiter halt, ne? Wir gehen einmal auf Spiel übertragen und das Tolle jetzt an Spiel übertragen ist halt wirklich das, dass wir hier reingehen und hier können wir jetzt da auswählen zwischen 720p Standard, also wir können hier wirklich 360p Standard oder hoch einstellen, 540p Standard oder hoch und 720p Standard oder hoch. Finde ich wirklich sehr, sehr cool und das mit den 60 FPS werde ich sicher probieren, also das werden wir heute sicher noch testen auf alle Fälle. Das ist mitunter auch wirklich was Geniales, was ich auch noch schauen möchte, ob das auch auf YouTube funktioniert. So, schauen wir mal ganz kurz daher und wir können auch, hoppala, das war ein Blödsinn.
auch auf YouTube können wir auf 60 FPS streamen. Also das ist wirklich eine geile Sache, das muss man ehrlich mal sagen. 60 FPS Stream ist für viele PCs, sage ich jetzt einmal, gar nicht mehr möglich. Wir gehen hier jetzt wieder raus und werden die Anwendung schließen. Was auch sehr cool ist hier jetzt bei diesen Ordnern hier, wir können jetzt hier zum Beispiel runtergehen. Und dann haben wir auch eine ganz eine neue Übersicht hier zwischen den Trophäen, wie viele Trophäen, wie viel Fortschritt das man hat, was im Trend ist sozusagen. Da sieht man auch schon Live-Übertragungen, Freunde, wie viele Freunde das Spiel spielen, Aktivitäten, und man kann eben auch das Spiel kaufen im PS Store. Also richtig, richtig, richtig gut gemacht und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das komplette Interface und allem drum und dran. System Update Version 4 wurde eben installiert, das können wir ja alles als gelesen markieren. Und ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, dieses Tutorial, oder nicht dieses Tutorial, sondern dieses Infovideo hat euch gefallen über dieses neue Update von PS Plus, von PS 4.0. Und ja, wir werden auf alle Fälle mal das 60 FPS streamen mit der PS 4 probieren. Und jetzt bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao, Leute!